Hallo Leute, willkommen bei diesem LS19 Mod Vorstellungsvideo. In diesem Video zeige ich euch den Fendt Favorit 500, den ich als Gebrauchtmodell umgebaut habe. Jetzt kaufen wir uns den gleich mal. Der ist hier natürlich bei den Kompakttraktoren. Da, es ist mir gelungen, ihn erbleichen zu lassen. So, hier sieht man das sehr schön. Er ist jetzt also sehr blassgrün von seiner langen Dienstzeit als Trecker. Und das Metall sieht auch stumpfer aus. Und diese Aufkleber sind so ein bisschen oll und kaputt gegangen. Damit man auch deutlich sieht, dass es ein Gebrauchtmodell ist. Die Räder wurden anscheinend irgendwann mal neu gemacht, denn die sind noch sehr leuchtend rot. Ja, er hat die gleichen Einstellungsmöglichkeiten wie der neuwertige Fendt Favorit. Also man kann hier die Räder ändern, wie üblich. So, Breit, Pflegebereiche, Zwillingsreifen und so weiter. Bis normal. Man kann den Motor aufrüsten bis 150 PS. Und man kann einen Frontladeanbau machen oder auch nicht. Ja, er ist aber deutlich billiger. Also der Grundpreis ist nur 25.000 und zum Beispiel der stärkere Motor kostet nur 3.500 extra und der Frontlader kostet 1.500 extra. Also man kriegt den sehr viel günstiger und bei den Preisen habe ich mich dran orientiert, was man tatsächlich für so einen gebrauchten Fendt Favorit 500 bezahlen muss. Denn die sind noch aus dem letzten Jahrtausend, also zumindest viele davon. Und entsprechend alt sind die auch und die kriegt man tatsächlich oft schon um die 25.000. Jo. Kaufen wir den mal. So. Und hier steht er jetzt. Ordentlich verschandelt. So, hier sieht man auch, dass es ja erstens mal sehr blass ist und stumpf ist das Metall. Das ist das Letzte, was mir gelungen ist, das Metall auch noch stumpf zu machen. Und hier habe ich eine scheußliche Beule eingebaut. Und ja, die Aufkleber sind so teilweise abgeblättert. Wo sieht man noch was? Hier oben hat es auch noch eine Beule. Also ganz schaurig verunstaltet ist das gute Stück. Aber er fährt wie ein junger Hüpfer. Es ist mir auch nicht gelungen, die Betriebsstunden bei diesem neu gekauften Fahrzeug zu verändern. Das ginge nur, wenn ich den in einer Karte mitliefern würde. Jo, man kriegt also vom Fahrtechnischen her ein Neugerät und von der Optik eine echte Schande für einen günstigen Preis. Ja, ich dachte mir, wenn ich den schon als preiswertes Gebrauchtmodell mache, dann sollte der auch entsprechend, ja, abgenutzt aussehen. So, und das tut er ja schon. Jo, das war's im Prinzip schon mit diesem Mod-Vorstellungsvideo, denn es gibt sonst eigentlich nicht großartig was Zusätzliches hier über diesen Trecker zu sagen. Bestimmt kennt ihr den schon. Das ist ein, ja, unspektakuläres, vielseitiges Arbeitstier, mit dem man sehr viel machen kann. Und als Gebrauchtrecker kann man ihn dann auch noch sehr preiswert dazu kaufen. Ah, und ihr wollt bestimmt wissen, wo ihr euch den Mod runterladen könnt. Natürlich auf meiner Homepage. Die heißt omatanaspielt.de. Mit Bindestrichen. Und dort bei den LS19 Mods, logisch, könnt ihr euch kostenlos runterladen, ohne Registrierung, einfach ZIP runterladen, im Mod-Ordner installieren. Wie das geht, da habe ich auch eine extra Anleitung für gemacht.
Und was gibt's dazu noch zu sagen? Ja, das war's, glaube ich, im Wesentlichen schon. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem verschandelten Gebrauchtmodell. Und noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.